Hallo, ist das Senor Didi mit Musik? Und das ist jetzt die allerletzte Sendung hier über Bluestonleitern mit den Typen und mit den Formen, den Langformen. Das heißt also, die ersten Typen haben wir geübt, fünf Typen. In A haben wir geübt, Bluestonleiter. Typ 1, Typ 2, Typ 3. Typ 4 und Typ 5 in A. Blues in A. Ja, alles in senkrechter Form, alles in verschiedenen Lagen. Die muss man sich einbläuen. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man eine in langen Form machen. Also das heißt jetzt nicht mehr in einer Lage, sondern richtig über das ganze Brett. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Die Typen, die wir jetzt alle in A gespielt haben, sehen wir jetzt in Langform. Die Bluestonleiter in Langform oder Longform in Englisch. Die wird so gespielt. Und da haben wir jetzt das geübt. Und wenn man das alles richtig auf dem Schirm hat, dann kann man die ganzen Typen und auch die Langform verschieben auf andere Tonarten. Also nichts mehr in A, so wie wir alles geübt haben, sondern man kann alles entweder runter transponieren oder hochtransponieren mit 12 Halbtonschritten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dann ist schon mal wieder auf A. Ja? Oder man kann das runtertransponieren, dass das sich höher jetzt anhört oder tiefer anhört. Das heißt, also wenn wir hier runtergehen, haben wir G. Und wenn wir noch weiter runtergehen, haben wir Fis, F und E und so. Und da habe ich euch jetzt fünf Tonleitern gezeigt, wie man die transponieren kann. Da hat man jetzt noch sieben, die man jetzt selber, könnt ihr auch mal selber mal rausfummeln, wie das funktioniert. Wichtig ist, dass man erstmal die A-Tonleiter drauf hat vom Blues, in den Typen und in der Langform. Und dann fängt man an. Da guckt man sich jetzt zwei Langformen an. Einmal in C. Die fängt dann hier an, also zweite Seite an der A-Seite, nicht wie bei der A-Blues-Tonleiter in A, in der ersten Seite, sondern fängt in der zweiten Seite an. Das lernt man sich, die Typen dazu transponiert man, diesen Typ transponiert man dann auch, ja, hoch und runter, C-Form. Und die G und G, das heißt also, was wir alles in A gespielt haben. Hier ist A Grundton gewesen, transponieren wir nur um zwei Halbtöne runter. Ja? Dann haben wir den Blues-Tonleiter in G. Können wir runter machen dann in F, wenn wir hier anfangen. Ne, alles einen tiefer. In Fis, in F, in E. Das haben wir auch in E gemacht. Also, Langform in A, Langform in C und Langform in G. Also G ist schon von A 1, 2 runter transponiert. Die E-Tonleiter ist von A, die hier war, oder in Langform 1, 2, 3, 4, 5 runter transponiert. Ja. Und jetzt haben wir noch eine Form, eine lange Form, die ich euch noch zeigen möchte, und zwar ist das die H. Das heißt also, die C-Tonleiter, die wir hier gespielt haben, von hier aus, von A, 1, 2, dritte Bund, machen wir jetzt einen Halbtonschritt zurück, und zwar ein H. Das heißt, im Englischen ist dieser Ton nennt sich B oder B. Ja? Wir machen die Tonleiter jetzt in der Langform in H. H-Blues-Tonleiter. Die ist transponiert von C aus nach H. Die üben wir jetzt. Wenn wir die C jetzt höher machen würden, hätten wir das hier anfangen würden, alles hochschieben, dann haben wir jetzt Cis, D, Dis, E, F, Fis. Ja, da kann man also alles hochschieben und in an bestimmten Tonarten das üben, wie man das will. Wenn ich jetzt sage 1, ich habe jetzt hier H, C, Cis, D, Dis, E, F will ich ja machen, fängt man hier an. Und schiebt den ganzen Satz jetzt hier hoch, fängt hier an und spielt das dann hoch. Das ist nach F wieder, ne?
Und wir machen die heute noch einmal diese letzte Blues-Tonleiter in Langform, die wir jetzt üben, transponiert von A nach H. Ja? Anfang tut man mit den fünf Typen in A, die Langform in A, dann guckt man sich die C-Dur-Tonleiter, C-Blues-Tonleiter an und die G. Und die kann man dann hin und her schieben, wie man will, ja? Wir haben jetzt die A-Tonleiter von hier aus, wo wir mit angefangen haben. 1, 2, 3, hier ist auch C. Dann kann man entweder hier mit anfangen, mit C, und die A-Blues-Tonleiter hochspielen, oder aber von hier anfangen, C. Ja? Die Typen bleiben immer dieselben. Dann kann man wieder die Langform spielen und auch wieder die Typen, ne? Die wir in A gespielt haben. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Das ist das Beste, was wir jetzt in Blues-Tonleitern machen. Und dann habe ich vor, die nächsten Sendungen, wir haben ja jetzt viel trockene Übungen gemacht, ich will dann Improvisation machen. Das heißt also, ich fange mit der C-Dur-Tonleiter an, mit Hintergrundmusik, und dann kann man improvisieren. Die Tonleitern, die wir dann gelernt haben alle, zeige ich euch Akkorde zu, die ihr dann selber aufspielen könnt, und dazu könnt ihr dann die Tonleitern spielen. Dann wird das langsam Musik. Ja? Aber jetzt machen wir noch ganz zum Schluss jetzt erstmal die Langform. Blues, Tonleiter in H. Jetzt zeige ich euch jetzt mal auf Gitarre. So, mal schauen, ob ich das hinbekomme. Dann hätten wir auch 5 Blues-Tonleitern in Langform. Und dann blieben ja noch 7 über, den müsst ihr dann selber mal transponieren von C, von A nach was weiß ich wohin, ja? Nach Cs oder Dis oder E, so wie ihr das spielen wollt. So, das heißt also, wir haben in A-Moll Blues-Tonleitern gespielt in Typen und in Langform. Dann haben wir die C-Blues-Tonleiter gespielt, dann die G, die E. Und jetzt machen wir die H-Blues-Tonleiter noch. Das heißt also, die wiegt jetzt wieder von A, nur um 2 Halbtöne hochgesetzt. Oder von hier, ja? Von halb. Wir fangen hier an. Wir könnten auch hier anfangen. Derselbe Ton, ne? Ja, aber wir fangen jetzt hier an. So, das heißt also, wir machen nicht die Typen, sondern wir gehen jetzt von diesem Ton aus, Grundton H bis zu den H-Ton. Das heißt, ganz komplett wieder hoch, ja? Und dann fangen wir jetzt an. Fiston, Grundton H. A-Seite, erste, zweite, Bund. Ganz langsam machen wir das, so wie das ja jetzt auf dem Diagramm steht. Das Gelbe ist der Grundton wieder. Ja, Grundton anfangen. Ja, das wäre schon mal jetzt in einer Lage, haben wir jetzt schon mal eine Oktave gespielt. Ja, das ist jetzt die erste Oktave von H nach H, Blues-Tonleiter. Jetzt setzen wir vom dritten Finger aus, erste Finger wieder, ja. Finger. In H, ne? Nicht in A, sondern wir transponieren das jetzt mit 2 hoch. Oder von hier aus. H, Blues, Tonleiter. Machen wir jetzt nicht in A. Und wenn wir die jetzt in Langform gespielt haben, thank you.
ne? Kann man sich antrainieren. Das heißt also, man könnte jetzt theoretisch auch wieder die fünf Typen damit einbauen, ne? Die Langform üben. Sagen wir mal so, als Beispiel. Nicht trocken jetzt wieder die Langform zurückgehen, sondern man kann jetzt in einem Typ jetzt stehen bleiben. Dann geht man jetzt diese Ton da oder hier auch senkrecht wieder hoch, ne? Nochmal. Geht man jetzt so. Könnte man im fünften Typ bleiben? Ne, da geht man jetzt sagen wir mal wieder in eine Langform rein. Langform und die Typen wieder vermischen. Form wieder die Typen mit einbauen, fünfte Typ, erste Typ, dritte Typ, vierte Typ, ja. Ich hab Blues, ne? Das heißt also im Grunde, man kann alles, was man in A geübt hat, die fünf Typen und A, auch in allen 12 Halbtonschritten in einer anderen Tonart spielen. Was wir in A gespielt haben, kann man in A-Is spielen, in H, in C, Cis, D, Dis. Nur den Grundton, den muss man immer dann nach hinschieben und von da aus dann immer anfangen. Ne? Langform und die Typen. H. Sehr in Heise. Muss man dann immer umdenken. Ja, und immer wieder so lange üben, bis man das wirklich so im Kopf hat, ne? Am besten immer so auch oktavenweise üben, ne? Grundton A. A. H. A. H. Erste Oktave.
lernen. Fängt man den zweiten an? Nochmal. Mach noch nächste Oktave. H, von H nach H. Ne? Von H. H. Die Blues-Tonleiter, die Pentatonik, die C-Dur-Tonleiter, die Amol-Tonleiter und die harmonische. Die werden wir demnächst jetzt mal mit Hintergrundmusik, da werde ich zu jeder Tonleiter, zu der C-Dur-Tonleiter Akkorde zeigen. Die müsst ihr dann selber mal abspielen oder Internet mal runterziehen und danach übt ihr dann diese Tonleitern. Aber am besten ist, wenn man sich selber die Akkorde dann auch spielt, ja, abspielt und dann danach das auch übt. Dann hat man nicht nur die Tonleitern drauf, sondern auch die dazugehörigen Akkorde. Denn aus den Akkorden, die man da spielt, entstehen dann die Tonleitern. Oder andersrum. Aus den Tonleitern entstehen die Akkorde. Also heißt das, wenn wir jetzt die Blues-Tonleiter spielen, gibt es auch bestimmte Akkorde dazu, die dann auch zu dieser Tonleiter dann passen. Ne? Aber das sind dann Improvisationen, die wir dann demnächst üben, oder ich. Ja, und das werde ich euch dann mal zeigen. So, ja, was soll ich da noch zu sagen? Jetzt haben wir alles gemacht. Jetzt haben wir C-Dur-Tonleiter gelernt, die A-Moll-Tonleiter, die Tonleiter dazu. Dann haben wir die harmonische Molltonleiter geübt, dann haben wir die pentatonische Tonleiter geübt und die Blues-Tonleitern. Ja? Dann haben wir drei stimmige Akkorde und vier stimmige Akkorde gemacht und jetzt spielen wir zu jedem Typ, was wir üben wollen, die Akkorde im Hintergrund und üben dazu die Tonleitern. Also das heißt, wir fangen jetzt an zu improvisieren und spielen das Musik. Das war jetzt bisher alles nur Übungen. Und wir werden jetzt mal anfangen mit Musik. Ne? Und anfangen werde ich dann mit der C-Dur-Tonleiter. Dann kann man auf dem ganzen Brett die C-Dur-Tonleiter spielen, dann die A-Moll-Tonleiter auf dem ganzen Brett. Dann fangen wir an mit den Modis, ja, ionisch, dorisch, phrygisch, lydisch, mixolydisch, äolisch, lokrisch, ionisch, ja. Und dann tasten wir uns mal ganz langsam vor, aber alles dann in Improvisation. Das ist das nächste, was wir jetzt mal machen, ne. Aber nicht heute, das war jetzt erstmal die H-Moll, also die H-Blues-Tonleiter. Die zeige ich euch jetzt noch einmal. So, und wie gesagt, Übung macht den Meister. Und wir haben jetzt so die Grundsachen erstmal gelernt von der Musik. Und wir fangen jetzt an, das, was wir jetzt gelernt haben, alles mit Improvisation. Ne? Improvisationübung. Das heißt also Gehörbildung und sowas, dass man die Töne mal zu den Akkorden spielt, dann hört man, ob das dazu passt oder nicht. Ja? So, das ist nochmal die Longform. Blues in H. Dann wünsche ich euch alles Gute. Und die Tage machen wir dann Improvisation, ja? Dann fangen wir wieder mit C-Dur an, A-Moll. Und gehen die ganze Latte jetzt nochmal durch. Aber mit Improvisation, ne? Mit Backing-Tracks im Hintergrund. Ciao, ciao.